Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich muss gerade gucken, ob irgendjemand auf seinen Balkon hier gegenüber. Das ist auch kacke, wenn man einen Balkon gegenüber von einem Hotel hat. Oder ist es geil? You tell me. Kann ich das hier hinstellen? So, guck mal. Hui, super. Als ob ich das Bild eingerichtet hätte. Das ist wirklich sehr schön. Guck mal, mein Oberteil passt perfekt zu diesen Lampen. Tada, Thumbnail. Ich mache einen Vlog. Das war die Fritz Cola, die gerade als Stativ dient. Kann man nicht reinnehmen, mein Rülpsi, oder? Kannst du da vielleicht irgendwie sowas, so einen schönen Sound dahinter machen? Gut, das war jetzt auch das erste Mal, wo ich vor Carlo gerülpst habe. Ich frage mich, wann der erste Pups kommt. Er wird bald kommen. Auf jeden Fall bin ich hier in Köln, um zum Friseur zu gehen. I know! Was für ein dekadentes Leben. Ich war zuletzt hier vor 2 Jahren oder so und ich habe ja auch mal 2 Jahre hier in Köln gewohnt und gelebt. Und da habe ich Betü kennengelernt und die ist einfach eine super Friseurin. Und die ist so gut, weil die irgendwie nicht nur irgendwas macht, sondern die versteht ihr Handwerk sehr, sehr gut. Und dieser Beratungspart, den nimmt sie sehr, sehr ernst und ist sehr ausführlich. Und das liebe ich. Ich fühle mich richtig, richtig gut aufgehoben. Und deswegen, wir wollten halt eh das Wochenende hier verbringen, ein bisschen Family, Friends treffen und dann das mit einem Friseurtermin verbinden. Jetzt ist es so, dass ich alleine hierher fahren musste und ich auch morgen wieder nach Hause fahre. Aber ich treffe trotzdem noch ein bisschen Family und Friends. Muss ja meine neue Frise vorführen. Ihr habt die wahrscheinlich bei YouTube oder Instagram oder so. Ja, habt ihr bestimmt schon gesehen, meine neue Frisur. Aber ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Es gibt nämlich viele, viele Neuigkeiten. Heute verbringe ich zum Beispiel auch die erste Nacht alleine. Nächstes Wochenende bin ich mehrere Nächte alleine, ohne mein Kind. Und es ist für mich schon krass. Also ich mache das so witzi-witzi, aber ich finde es schon irgendwie krass. Es gibt viel heute zu tun und in diesem Vlog zu sehen. Deswegen stay tuned. Und jetzt gibt es einen tollen Übergang zum Friseur. Tschüss. Ja, guck. Oh. Hallo. Oh, du bist so süß. Ich finde es so süß. Das macht immer mal so. Oh, süß. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist viel Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal in die Kamera gesprochen habe. Denn ich war ja in Köln beim Friseur, bei der Friseurin. Und dann habe ich am nächsten Tag die Nachricht bekommen, dass wir einen Corona-positiven Fall in der Familie haben. Dann bin ich natürlich sofort nach Hause gefahren. War dann noch länger negativ, aber dann 3-4 Tage später war auch mein Test positiv. Clarissa frisst gerade, lasst euch davon nicht stören. Und jetzt sind es schon wieder über eine Woche vergangen. Ich bin leider immer noch Corona-positiv, aber wir machen das Beste draus. Ich nutze den heutigen Tag mal, um ein bisschen hier klar Schiff zu machen, alles zu putzen. Ich muss euch natürlich auch noch meine Haare dann zeigen, die sind aber jetzt gerade fettig. Erstmal putzen, aufräumen, dann vielleicht eine Runde Yoga machen und dann mich duschen, ein bisschen Skincare, dies, das, Ananas. Und dann zeige ich euch auch, wie die Haare aussehen, wie der Tag so verläuft. Und ich dachte, nehme ich einfach mit. Ich liebe es, so Vlogs anzugucken, wo Leute putzen und Dinge machen, die alltäglich sind. I don't know. Falls es euch auch interessiert, dann ist das genau euer Vlog. Ich bin ganz ehrlich, mir fällt es mittlerweile wahnsinnig schwer. Also zu putzen nicht. Warte, bevor ihr abschaltet, sagt, was ist das für eine dumme Sau? Wartet mal kurz. Mir fällt es schwer, diese Wohnung hier noch aufzuräumen. Nicht im Sinne von aufzuräumen, aber noch so Sachen zum Beispiel auszumessen. Zu sagen, ah, wie dekoriere ich das? Oder ah, dieses müsste man eigentlich mal vielleicht reparieren an dem Schrank oder I don't know. Weil ich ziehe ja in einem Monat um. Das lohnt sich ja gar nicht mehr. Und ich bin auch so ready, einfach
Oh, ich freue mich so krass auf das Haus und da wird alles auch nochmal anders sein. Weil es ist einfach so, wie wir uns das ausgesucht haben. Und das ist einfach unser eigenes. Deswegen bin ich einfach schon so ein bisschen bei dieser Wohnung, I'm over it. Aber gleichzeitig gebe ich diese Wohnung natürlich in tollem Zustand auch wieder weiter. Ich will ja auch hier in der Ordentlichkeit leben. Aber, wisst ihr, was ich meine? Ich würde jetzt auch gerne schon irgendwie Kartons packen. Mache ich aber nicht, weil ich weiß, dass ich dann nur Sachen suchen werde, die ich dann doch noch brauche. Es geht nicht, I'm sorry. Ihr wisst, wie es aussieht, wenn man wischt. Gott, das ist dreckig. Noch 12.000 Waschmaschinen laufen lassen. Ich höre übrigens auch die ganze Zeit Podcasts. Ich dachte, ich gebe euch mal meine Podcast-Tipps. Also, was höre ich im Moment? Hier, zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson und Simon. Das ist ein Nachname, den ich leider gerade nicht habe. Kaulitz Hills höre ich manchmal, einfach um nur zu erfahren, in was für Parallelwelten manche Leute leben. Klar, die haben nie gelernt, wie man Post in einen Briefkasten wirft oder wie man Post abgibt. Die Kaulitz-Brüder. Und das finde ich spektakulär. Ich frage mich, ob die mal eine Toilette geputzt haben. Haben die mal ihre Wäsche machen die bestimmt selber. Was noch? Klar, die Klassiker, Fest und Flauschig, großer Fan. Gemischtes Hack bin ich seit neuestem auch irgendwie dabei. Frag mich nicht warum. Heinlein und Weigert. Ich liebe Evelyn, ich liebe Basti. Die sind einfach super witzig. Große Empfehlung. Drinnies habe ich tatsächlich länger nicht mehr reingehört. Aber muss ich auch mal wieder machen. Dann hat mir Oos letztens noch einen Podcast empfohlen. Und zwar Piratensender Powerplay. Da sprechen die einmal die Woche immer über drei Themen, die die Woche irgendwie wichtig waren und sehr philosophisch und sehr schlau von Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Zwei sehr interessante Menschen. Und dann höre ich auch noch bei Podimo einmal den Podcast von Samira und Serkan hier von Bachelor in Paradise. Und von Marie Nasemann und ihrem Mann. Vier ist eine Fete. Genau, den Podcast, den höre ich auch sehr gerne. Ah ja, Ariana Barbouri hat einen neuen Podcast, den höre ich auch. Ich höre echt viele Podcasts, ne? Endlich normale Leute zusammen mit Till Reiners. Jetzt mache ich eine Wolle-Seide-Wäsche. Ich liebe tatsächlich für mein Kind Wolle-Seide-Produkte, weil die sich einfach qualitativ so gut anfühlen. Die sind nur mit dem Waschen immer ein bisschen schwieriger. Aber habe ich mittlerweile auch den Dreh raus. Ich muss ein paar Flecken einweichen. Dann wäscht es sich ja von alleine. Da muss man immer ein spezielles Lanolin-Wollwaschmittel nehmen. Da finde ich das ganz gut. Was ist denn hier?
ein Klumpen. Oje. Hat sich verklumpt. Jetzt zeige ich euch mal eine Sache, die ich genau meine mit, lohnt es sich noch da, sich darum zu kümmern? Es ist dieser Stuhl. Da landen einfach diverse Sachen irgendwie drauf, die ausgemistet sind. Hier unter dem Stuhl sind sogar Sachen schon ausgemistet. Hier ist eine Plastiktüte mit ausgemisteten Sachen. Hier sind Sachen, die ich aber auch irgendwie aktuell trage. Meine schöne Handtasche, das ist alles random. Ich weiß nicht. Das stresst mich. Ach, da drunter noch meine andere schöne Handtasche. Entschuldigung. Ich habe nämlich auch keinen Ort für meine Handtaschen. Und das macht mich am meisten traurig. Aber ich weiß, dass ich im Haus, da werde ich mir irgendwie, ich weiß noch nicht, ob in der Ankleide, ich habe eine Ankleide, ob ich in der Ankleide einen Spot finden werde, wo ich dann meine Handtaschen, also es muss was geben. Wir haben unten auch noch einen riesigen Garderobenschrank. Es wird so geil. Ich freue mich so auf den Stauraum. Ich freue mich so krass, dass dann hoffentlich alles einen festen Ort haben wird und für alles Platz sein wird und alles einfach dann auch aufgeräumt ist und nicht so rumliegt. Aber ganz ehrlich, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Weil ich weiß erst nicht, wohin. In den Keller brauche ich jetzt auch nicht tun, weil den Keller muss ich nächste Woche anfangen auszumisten, Sachen dann zu verkaufen und... Nee, das bleibt, das wird ein blinder Fleck für mich sein. Ich werde diesen Stuhl einfach nicht mehr sehen. Das ist, glaube ich, die richtige Sache. So geht man damit um. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, wenn ich nicht mehr Nachttische als Badezimmerschränke habe. Also ich habe auch seit Ewigkeiten eben keinen Nachttisch, weil die stehen hier und ich finde es sau hässlich. Wir haben mal einen Waschtisch-Unterschrank gekauft und ich dachte, das wäre der perfekte. Der wurde extra dann angefertigt und dann hat er nicht gepasst, weil das Waschbecken doch irgendwie ein anderes Modell ist. Und dann haben sie den auch nicht zurückgenommen und wir mussten den wieder verkaufen und haben irgendwie 50 Euro Minus gemacht. Aber ich bin froh, dass wir den überhaupt losgeworden sind, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich freue mich wahnsinnig. Wir werden ein Waschbecken haben, wo dann ein passender Unterschrank ist, wo ich dann meine Kosmetik reintun kann. Und im Schlafzimmer werde ich tatsächlich eine Schminkkommode haben, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Hier ist mein Make-up drin, das kann ich dann bis dahin tun. Und meine Haarstyling-Produkte. Und im Bad sind dann eben nur so Skincare-Sachen. Zeige ich euch später auch mal, was ich da so verwende, aber irgendwie macht mir das voll Spaß. Das wird gut. Es wird ein Upgrade, ein Lebensupgrade. Es ist genau 12 Uhr und ich habe die Wohnung fertig. Jetzt gucke ich mal schnell, was ich bei Slack und so verpasst habe, den heutigen Tag, und gebe da ein paar Updates und arbeite. So nennt man das. Mal gucken wir mal. Es geht. Ich habe gerade mein Fahrrad abgestaubt, weil ich so viel gefahren bin, dass es davon... von dem ganzen Wind, von der Fahrt, dass ich da aufgewirbelt habe. Der ganze Staub hat sich da gesammelt. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich mache Low Impact, weil ich bin noch Post-Covid. Ja, man muss langsam anfangen. Irgendwas stimmt mit meinem Internet nicht. Was ist hier los? Es lädt. Es lädt und lädt und lädt und lädt. Ich habe nur noch 1:10 Uhr, bis mein Kind aus der Kita zurückkommt. Bitte stress mich jetzt nicht so. Warum geht es nicht? Kurse, Cycling, Filter, Kurstyp,
Low Impact. So, jetzt noch irgendein Instructor, den die ich gut finde. Cody macht keine Low Impact Rides. Toll, danke Cody. Muss ich irgendjemand anders nehmen? Hier, Tunnel. Mag ich. Irgendwas stimmt beim Internet nicht. Es lädt alles sehr langsam. Oder weil ich das Bike so oft benutzt habe, wahrscheinlich ist es ein bisschen überfordert. Come on! Warum geht es nicht? Aufwachen! Wir machen jetzt Sport! Die Zeit, sie rennt. Sie rennt mir davon. Ich wollte nur meine Haare waschen und Skincare. Und das Gute ist, meine Mutter kommt und geht nochmal mit meiner Tochter eine Stunde raus. Also eigentlich habe ich Zeit. Trotzdem elektronische Geräte, die nicht so wollen wie ich, das macht mich wütend. Wahnsinnig wütend. Ob es heute noch was wird, wollte ich wissen. Ich wollte doch Low Impact. Lass es jetzt. Es lädt nicht. Ich muss ein Update. Dann mache ich jetzt erstmal das Update. Wenn es dann geht, dann flippe ich aus. Wenn es dann nicht geht, flippe ich auch aus. Hey, you always on the run. You don't know, man, we can have some fun. Body with a human touch. 100%. Es ging schnell. Ich war mir gerade nicht sicher, meine Beine haben sich bewegt. Ich war mir nicht sicher, ob sie sich vorwärts oder rückwärts bewegen. Es war eine Outer Body Experience. Ich glaube, ich sollte auch Peloton Instructorin werden, weil ich glaube, ich kann ganz viel Scheiße reden. AirPods Pro verbunden? Welche? Hey, lieber Nachbar, bitte let me ride in peace. Ich bin gesund. Jetzt aber. Yes! Miley Cyrus Musik. Yes, Queen. Ich will nicht irgendwelche AirPods Pro So, jetzt Start. Das liebe ich, ne? So, what's good, you guys? My name is Today. Welcome to your 20-minute low impact. Ich liebe das, dass es nur der Apple Watch ist. Ich bin sportlich. Intended to break you or deplete you. This one's intended to fill you up. Take it back to the left. Road lightens up. Things become much more accessible. Ich freue mich gerade voll. Weil ich so lange nicht mehr auf dem Bike war. Ich habe vergessen, wie viel Spaß mir das noch macht. Dieser Schweinehund. Der Husten ist nur nicht kalt. Hey, ich habe 15 Wochen hintereinander mit Peloton Sport gemacht. Manchmal auch nur einmal die Woche. Aber es zählt, dass man mindestens einmal die Woche Sport macht. Und das habe ich manchmal sogar zweimal die Woche geschafft. Oft war es jetzt nur Yoga in letzter Zeit. Aber das ist bis jetzt nicht. Bin stolz auf mich. 93 Gesamtzahl an Workouts. Hey, noch 7 sind es 100. So, ich bin jetzt frisch aus der Dusche, Haare sind gewaschen, die zeige ich euch auch noch. Das ist ein richtiger Cliffhanger, richtig unnötig. Aber ich wollte jetzt erstmal Skincare mit euch ein bisschen durchgehen, weil ich in letzter Zeit wirklich sehr viel Freude daran habe und deswegen euch das mal zeigen möchte. Also, ich habe hier 3 verschiedene Areas. Das ist morgens, das ist abends und das ist, was da nicht reingepasst hat, basically. Und es ist jetzt 14.30 Uhr und ich weiß ehrlich gesagt nicht, nehme ich jetzt morgens, nehme ich abends? Wir gucken mal. Also, ich habe normale Haut, würde ich sagen. Im Winter ist sie auf jeden Fall ein bisschen trockener als im Sommer. Ich muss mich jetzt mal eindeodorieren, weil ich schwitze. Ich schwitze. Ich benutze kein natürliches aluminiumfreies Deo. Ich habe es sehr oft versucht, sehr viele verschiedene, und ich bekomme bei allen nach ein paar Wochen Juckreiz unter den Achseln. Ich weiß nicht, ob es an den Inhaltsstoffen liegt oder daran, dass ich zu viel schwitze und das dann irgendwie sich entzündet.
don't know. Es ist wirklich einfach nur Juckreiz. Ich bin dann wie ein Äffchen, das sich die ganze Zeit an den Achseln kratzt. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und ich brauche das Aluminium. I know, it's bad. Aber ich bin eine sehr schwitzige Person. Ich verstehe das nicht. So, lass mal Deo, ohne meine Brüste zu zeigen. Welches Produkt möchte ich benutzen? Und so fühle ich mich jeden Tag bei meiner Skincare und das ist voll das schöne Gefühl. Ich zeige euch jetzt einfach mal so meine Highlights. Also, wenn ich einen Tag habe, an dem ich besonders flawless aussehen möchte, dann benutze ich am Morgen hier die Colibri A Brightening Booster von Colibri and X Skincare. Das mache ich mir drauf, dann ist gebrightened mein Gesicht. Ist toll. Ich klinge immer sehr ironisch, ne? Es ist wirklich toll. Als Tagescreme, I know. Ich habe Adele gesehen, wie sie in einem Interview mit Niki Tutorials sagt, dass das ihre Creme ist. Und dann war ich so, gekauft. Die Charlotte Tilbury Magic Cream. Soll ich das eigentlich auch benutzen? Würde Sinn ergeben, oder? Komm, das machen wir direkt. Also erstmal jetzt hier. Da mache ich so... Der Anfang trocknet immer an, weil ich benutze es nicht jeden Tag, ich benutze es so alle 2 Tage, würde ich sagen. 2 bis 3. So 1,5 Hochstöße, würde ich fast sagen. Und dann, ich tue jetzt so, als ob ich immer so machen würde, aber ganz oft schmiere ich auch. Ich bin mal ehrlich. Also wer sich die Zeit nimmt, immer alles einzuarbeiten, get a job. Und Hals mache ich natürlich immer mit, würde ich niemals skippen. So, jetzt dann natürlich erstmal ein bisschen einwirken lassen. Manchmal, wenn ich noch funny drauf bin, mache ich vorher... Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe hier so einen Toner. Das ist aber auch ein Shani Dalton. Das ist ein Tester. Den finde ich eigentlich ganz gut. Aber es fühlt sich echt an, als ob man einfach nur ein bisschen Wasser ins Gesicht tut. Aber ist toll. Naja, jetzt auf jeden Fall die Charlotte Tilbury Magic Cream. Die geht immer auch so schön in dem Tiegel unter die Fingernägel. Ich habe übrigens gar keine Gelnägel mehr. Das ist jetzt nur noch Shellac. Ist es besser für die Umwelt? Wisst ihr, was am besten ist für die Umwelt? Eure Nägel gar nicht zu behandeln. Ich weiß nicht, ob Gel oder Shellac besser ist. Gerade gefallen sie mir, wie sie sind. Sie müssen mal wieder nachgemacht werden. Die Farbe, ehrlich gesagt, ist für mich ein No-No. Das dachte ich, wäre cool, aber das bin überhaupt nicht ich. Ich fühle das gerade gar nicht. Als nächstes werde ich sie mir, glaube ich, so ein bisschen nudie machen, weil ich auch ein großes Fotoshooting vor mir habe. Das seht ihr dann nächste Woche. Genau. Das ist jetzt die Creme for the day. Natürlich, was man auch for the day braucht, SPF. Und das trage ich natürlich ausnahmslos jeden Tag auf. Mache ich nicht. Wenn ich weiß, dass ich nur drin bin, während Corona habe ich das nicht jeden Tag aufgetragen. Ich finde ehrlich gesagt wirklich Sonnencreme auftragen vom Gefühl her weiterhin nicht so geil. Also ich weiß, es ist super wichtig und ich weiß, man sollte es machen, aber es ist immer eine kleine Fettschicht on top. Don't hate the player, hate the game. Und man muss auch wahnsinnig viel auftragen. Ich weiß, I'm trying, okay? Heute scheint auch die Sonne. Ich soll besonders viel auftragen. So, und dann ist es eigentlich auch schon durch, meine Skincare. Aber ich will euch ja noch meine anderen Favoriten zeigen, auch für den Abend natürlich. Also zum Abschminken benutze ich von The Ordinary, das Squalane Cleanser. Was ich aber noch besser finde, den habe ich aber schon aufgebraucht, ist von Colibri das Öl. Das hat auch, glaube ich, irgendwie Pflaumenöl oder irgendwie sowas drin. Das riecht wie Marzipan. Ist ohne Duftstoffe, aber riecht mega geil. Der riecht halt nach gar nichts und ist aber auch sehr gut. Passt wunderbar. Mein Perfume ist Gucci Guilty. Mag ich sehr gerne. Genau, was für Produkte benutze ich sonst noch? Abends benutze ich ab und an das Niacinamide Niacinamide Booster von Paula's Choice. So 1 bis 2 Mal die Woche mit einem Wattepad das BHA Liquid Exfoliant. Immer nicht zu oft. Und für den Abend, hier habe ich auch noch Hyaluron. Das benutze ich auch manchmal, aber das ist sehr klebrig. Aber Hyaluron soll klebrig sein, wurde mir gesagt. Aber ich finde es trotzdem vom Gefühl her, das kann ich nur machen, wenn ich eh ungewaschene Haare habe. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sehr ölige Produkte verwende, dass die auch in die Haare reingehen. Und wenn ich frisch gewaschene Haare habe, mache ich das nicht. Creme für den Abend ist eine andere als für den Tag, obviously. Muss man natürlich nicht so machen. Ich liebe diese Marke Youth to the People. Das ist jetzt neu, die Creme. Die ist die Adaptogen Deep Moisture Cream mit Ashwagandha und Reishi Pentapeptide. Und die mag ich sehr gerne. Ich habe vor 2 Jahren, als ich in New York war, obviously, habe ich mir da einen
Moisturizer gekauft und den, da habe ich insgesamt 3 oder 4 Mal nachgekauft. Das ist der, ich blende den euch hier ein, so eine ganz leichte, kühlende Creme. Die ist wirklich mega geil, aber ich liebe die vor allem im Sommer. Für den Winter ist sie mir ein bisschen zu wenig reichhaltig. Aber wenn ihr auf der Suche nach einer leichten, kühlenden, perfekten Tagespflege seid, ich werde die mir auf jeden Fall, wenn es jetzt wärmer wird, meine Haut wieder weniger trocken, werde ich mir es auf jeden Fall wiederholen. Ich freue mich schon drauf, die ist einfach der Hammer. Ich habe von denen auch so eine Eye Cream. Ganz ehrlich, die finde ich so mittel. Weiß ich nicht. Genau, was ich auch mittel finde, ist auch ein total gehyptes Produkt, diese Laneige Lips Sleeping Mask. Guck mal, also da habe ich auch schon ein bisschen was wegbenutzt. Aber das ist so, als ob ich mir Lipgloss abends auf die Lippen schmiere. Und das finde ich irgendwie weird. Dann habe ich auch natürlich noch ganz viele The Ordinary Produkte. Ich switch da echt immer so ein bisschen rum. Was ich sehr gerne mag, ist das Lactic Acid, was ich sehr oft benutze. Da habe ich auch bestimmt schon 3, 4 Flaschen durch, ist das Buffett Serum. Habe ich mir auch jetzt letztens neu noch das Squalane gekauft. Also da gibt es wirklich tolle Produkte, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann man nichts gegen sagen. Und ich glaube, das sind meine Highlights. Was ich jetzt noch neu habe, was ich aber ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig verstehe, ist das Dr. Jart Cream Mist. Da habe ich noch nicht verstanden, wann ich das benutze. Ich mache das manchmal, bevor ich zum Beispiel Gassi gehe und das Gefühl habe, ah, der kalte Wind, der könnte meine Haut jetzt kaputt machen. Dann mache ich nochmal so. Und dann habe ich so eine kleine Moisturizer. Also um so den Moisturizer vielleicht zu refreshen, ist das, glaube ich, da. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht, aber finde ich auch nicht schlimm. Es ist eher ein Gefühl, ein Gefühlsprodukt. Und das ist meine Skincare. Jetzt machen wir mal meine Haare noch schön. Es ist jetzt der nächste Morgen, weil ich gestern ehrlich gesagt keine Lust hatte, noch das Video zu drehen und mich auch nicht mehr gestylt habe. Und ich dachte, wenigstens die letzten 30 Sekunden im Video würde ich gerne gut aussehen. Also ich sehe auch ohne Make-up gut aus, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt seht ihr das große Hair-Reveal. Die Haare sind jetzt gewaschen und ganz normal geföhnt, ohne jetzt die irgendwie krass auszuföhnen. Aber ich habe ein bisschen mehr Stufe hier vorne. Die Haare sind deutlich mehr gestuft auch hinten, einfach weil es sonst bei mir sehr runterzieht und sehr viel ist. Ich weiß noch, als es frisch geschnitten war, es hat sich hier hinten auch viel, viel leichter angefühlt. Und man sieht hier vorne sind so leichte Babylights, aber wir haben es wirklich ganz dezent gehalten, damit es auch nicht so krass auffällt, wenn es rauswächst. Also ich bin jetzt nicht jemand, der Zeit und Lust hat, alle, weiß ich nicht, 8 bis 10 bis 12 Wochen zum Friseur zu gehen, um da das nachzufärben. Deswegen war es mir wichtig, dass es sehr natürlich ist und dann auch das Rauswachsen eben sehr natürlich ist. Also ihr seht, hier überall sind so kleine Blondierungssträhnchen eben drinnen, die jetzt dann auch nochmal mit einer Tönung ein bisschen abmattiert wurden, glaube ich, oder halt farblich noch ein bisschen mehr an meine Naturhaarfarbe rangehen. Und diese Tönung, die wird natürlich nach 10 bis 12 Wochen deutlich rausgehen und ich glaube, dadurch werden die Strähnchen noch mal ein bisschen heller, aber dann ist es halt so. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Ich gehe immer zur Betül bei Inze Concept in Köln. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Die nimmt sich einfach so krass Zeit und es ist so selten, dass jemand sich das wirklich so anguckt und genau guckt, so, wer bist du, was brauchst du, was bedeuten Haare für dich, wie viel Zeit willst du rein investieren, welcher Haarschnitt, welche Farbe macht Sinn, was ist überhaupt machbar, lieben wir. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ich glaube, ich werde eine Runde puzzeln, aber mehr zum Puzzlen, das seht ihr im nächsten Video am Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und bis dann.